Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Leitungen Wellenwiderstand. Heute lernen wir kennen, was der Wellenwiderstand bei Leitungen bedeutet. Dann leiten wir die Leitungsgleichungen für verlustarme Leitungen ab. Erfahren, dass es stehende Wellen von Spannungen und Strömen auf den Leitungen gibt. Dann lernen wir noch die Lambda-Viertel-Transformation, also die Transformation bei einem Viertel der Wellenlänge, kennen. Wir lernen, was Anpassung ist und wie die natürliche Leistung definiert ist. In der letzten Folge haben wir die Leitungsgleichungen kennengelernt, mit denen wir die Spannung und den Strom auf der Leitung berechnen können. Heute wollen wir als erstes die Gleichungen für die Spannung und für den Strom miteinander verknüpfen. Und dazu schauen wir uns zunächst einmal den Teil für die hinlaufende Welle an. Und schreibe es untereinander. Wenn wir diese Gleichung miteinander verknüpfen wollen, dann ist es am einfachsten, wir dividieren die beiden Gleichungen, denn dann fällt der Term mit dem Exponenten heraus. Wir haben dann für die Verknüpfung die Amplitude der hinlaufenden Spannung geteilt durch die Amplitude des hinlaufenden Stroms. Und das ergibt von den Dimensionen her einen Widerstand. Und diesen Widerstand definieren wir als Konstante und nennen ihn charakteristischen Widerstand und kürzen ihn mit dem Index C ab. Wir nennen ihn also ZC. Dieser charakteristische Widerstand wird im Deutschen auch Wellenwiderstand genannt. Dieser Widerstand ist eine Größe, den wir so nicht mit dem Multimeter messen können. Er ist tatsächlich in den meisten Fällen eine Rechengröße. Wir können uns jetzt auch einmal die zurücklaufenden Wellen anschauen und die Amplitude für Spannung und Strom durcheinander dividieren. Und wir stellen fest, dass auch dann unser Verhältnis dem Wellenwiderstand ZC entspricht mit einem Minuszeichen. Wie das zustande kommt, können Sie im Anhang des PDF-Dokuments zu dieser Präsentation einmal ausführlich nachlesen. Ja, da können Sie dann auch nachlesen, wie wir zu der Formel kommen, mit der der Wellenwiderstand ausgerechnet werden kann. Es ist nämlich genau diese Gleichung gleich Wurzel R' plus J Omega L' durch G' plus J Omega C' mit einem Wort. Der Wellenwiderstand berechnet sich aus den Leitungsparametern. Für verlustarme Leitungen können wir den Wellenwiderstand noch einfacher berechnen aus dem Verhältnis von Induktivität und Kapazitätsbelag und daraus die Wurzel. Verlustarme Leitungen treten sehr häufig auf und sind der übliche Fall. Und für diesen Fall ergibt diese Wurzel eine reelle Größe, sodass wir sagen können, dass der Wellenwiderstand in den meisten Fällen tatsächlich ein reeller Widerstand darstellt. Ja, damit können wir jetzt die Leitungsgleichungen miteinander verknüpfen. Aber aufgepasst! Weil wir für die rücklaufende Welle ein Minuszeichen haben bei dem Verhältnis von Spannung und Strom, ergibt sich das auch in der Leitungsgleichung für den Strom, wenn wir diese beiden Gleichungen verknüpfen. Hier steht ein Minuszeichen bei der rücklaufenden Welle. Das kann man sich auch so vorstellen, dass eben die rücklaufende Welle genau in die andere Richtung verläuft. Wir haben jetzt unsere Leitungsgleichungen immer noch mit zwei
Konstanten, die wir nicht kennen, versehen, nämlich mit der Amplitude der hinlaufenden und rücklaufenden Welle. Die können wir inzwischen auch für die Berechnung des Stroms nutzen. Aber wie groß sind diese Konstanten? Wie ich ja schon in der letzten Vorlesung erwähnte, sind diese Konstanten von den Randbedingungen abhängig. Und so können wir uns vielleicht eine Randbedingung anschauen, nämlich die folgende. Wir kennen die Spannung an einer bestimmten Stelle auf der Leitung, an der Stelle x0. Dann können wir die Leitungsgleichungen, wie hier dargestellt, für Spannung und Strom aufschreiben. Wie kommen wir jetzt an die Konstanten ran? Nun, wir können hergehen und diese beiden Gleichungen addieren. Dann fliegt die Konstante U2 raus, wir können es nach U1 auflösen und dann erhalten wir tatsächlich eine Gleichung für unsere Konstante U1. Wir können die beiden Gleichungen auch subtrahieren, dann fliegt die Konstante U1 heraus und dann können wir auf die Weise die Konstante U2 für die rücklaufende Welle bestimmen. Damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir können die Sache aber noch ein klein wenig vereinfachen, indem wir den Zusammenhang nutzen, dass nämlich der Sinushyperbolikus einer komplexen Zahl über die Exponentialfunktion definiert ist und der Cosinushyperbolikus ebenfalls. Das sehen Sie hier rechts in dem Bild. Und wenn Sie jetzt genauer wissen wollen, wie man jetzt dazu kommt, können Sie auch wieder im Anhang nachschauen. Am Ende des Tages, wenn wir diese Konstanten einsetzen, können wir die Gleichung umschreiben, den Cosinushyperbolikus und den Sinushyperbolikus nutzen. Und dann bekommen wir zwei Terme, nämlich der eine Term ist abhängig von der Spannung an unserer Stelle x0 und der andere Term ist abhängig von dem Strom an dieser Stelle x0. Damit haben wir also diese beiden Messungen mehr oder weniger voneinander entkoppelt. Und für den Strom können wir natürlich eine ähnliche Gleichung ableiten, sodass wir dann Spannung und Strom bequem aus den Werten an einer Stelle x0 berechnen können. Wir haben das Ganze jetzt mit komplexen Zahlen, mit Verlusten berechnet. Das muss ich gestehen, ist häufig etwas unhandlich, obwohl das heutzutage mit Computern ganz gut geht. In den meisten Fällen rechnen wir jedoch mit verlustarmen Leitungen. Dann können wir sagen, dass unser Dämpfungsmaß gegen Null geht, dass damit also unsere Fortpflanzungskonstante im Wesentlichen aus dem Phasenmaß Beta besteht als imaginäre Komponente von unserem Fortpflanzungsmaß. Unter diesen Umständen vereinfachen sich die Gleichungen und aus dem Cosinus Hyperbolicus wird ein normaler Cosinus und wir können jetzt relativ bequem die beiden Komponenten für Spannung und Strom als reelle Zahlen einzeln für sich berechnen. Für den Strom ergibt sich etwas ganz Ähnliches. Auch hier können wir den Cosinus und den Hyperbolikus in normalen Cosinus und Sinus überführen. Diese Gleichungen sollten Sie sich wirklich merken, denn das sind die Gleichungen, die wir jetzt im Folgenden in unserer Vorlesung auch weiterhin nutzen werden. Noch einmal zur Erinnerung, das Phasenmaß Beta errechnet sich aus der aktuellen Kreisfrequenz und dem Induktivitätsbelag mal dem Kapazitätsbelag, daraus die Wurzel. Und der Wellenwiderstand, der in der Gleichung drin steht, eben aus dem Verhältnis von Induktivität und Kapazitätsbelag und daraus die Wurzel. Ja, schauen wir uns einmal einige Spezialfälle an. Zunächst einmal als Formeln. Wir können zum Beispiel den einfachen Fall betrachten, dass Spannung und Strom am Ende
der Leitung bekannt sind. Das heißt, unser x0 ist dann praktisch die Länge L dieser Leitung. Und dann können wir die Spannung am Ende der Leitung als UE bezeichnen, den Strom am Ende der Leitung als IE. Und wenn Sie dann diese Größen in die Formel einsetzen von der vorherigen Seite, dann bekommen Sie die Gleichung, die jetzt hier dargestellt ist, mit der Sie ganz bequem die Spannung an jedem Punkt der Leitung berechnen können, wenn am Ende Sie Spannung und Strom haben. Alternativ reicht es natürlich auch, wenn Sie nur die Spannung am Ende haben und den Abschlusswiderstand, denn dann können Sie ja den Strom nach dem Ohmschen-Gesetz bequem ausrechnen. Entsprechendes gilt natürlich auch für den Strom auf der Leitung. Ein weiterer Spezialfall ist, dass am Anfang einer Leitung Strom und Spannung bekannt sind. Auch da gehen wir genauso vor. Wir setzen die Größen in die Gleichung ein, die wir auf der letzten Seite kennengelernt haben. Für x0 ist in diesem Fall einfach 0 einzusetzen. Dann steht dann also Cosinus von minus x. Der ist bekanntermaßen dasselbe wie plus x. Deswegen können wir hier in der Gleichung einfach Beta x reinschreiben. Aber aufgepasst! In dem zweiten Term hier würde hier minus x im Sinus stehen. Das haben wir jetzt hier vorgezogen, damit die Gleichung etwas übersichtlicher zu schreiben ist. Und dasselbe finden Sie dann auch hier unten beim Strom wieder. Ein letzter Fall, der auch schon mal ganz hilfreich ist, ist, wenn am Ende die Spannung bekannt ist und der Strom, und wir wollen sie am Anfang berechnen, dann nutzen wir die Gleichung, die hier oben stehen, und setzen einfach für x den Anfang, sprich x gleich 0 an, und erhalten dann die Gleichung, die wir dann hier unten dargestellt haben. Ja, wenden wir doch einmal diese Gleichungen an. Wir fangen also beispielsweise hier mit der Gleichung an, wo dann die Spannung vielleicht am Ende bekannt ist, und schauen uns einmal an, wie das Ganze dann über dem Weg als Funktion aussieht. Und das zeige ich Ihnen jetzt mit einer kleinen Animation. So, diese Animation hat jetzt schon gerechnet. Wir haben jetzt hier am Ende der Leitung eine Spannung, naja, was ist das hier, etwa 0,5 vielleicht. Und wir haben jetzt hier über den Weg dargestellt nur den Realteil der Spannung, und zwar zum Zeitpunkt 0. Das würde also dem entsprechen, was Sie dann mit einem Oszilloskop zum Zeitpunkt t gleich 0 messen würden, wenn Sie jetzt hier an den verschiedenen Punkten der Leitung messen würden. Sie sehen jetzt hier die Parameter. Die Länge der Leitung beträgt ungefähr 2 Meter. Die Wellenlänge ist 1 Meter. Und wir sehen, es sind zwei Wellenbäuche zu sehen entsprechend. Ich kann nun am Ende der Leitung den Abschlusswiderstand verändern. Zum Beispiel kann ich ihn sehr klein machen. Das heißt, ich ziehe ihn jetzt hier runter auf nahezu 0. Und dann sehen Sie, wie jetzt praktisch die Spannung auch runtergeht, denn wir haben nahezu einen Kurzschluss in dem Moment. So, diese Darstellung wäre jetzt tatsächlich für den Zeitpunkt t gleich 0. Aber wir haben es ja hier mit Wechselstrom zu tun. Das heißt, in unserer Gleichung berechnen wir einen komplexen Zeiger, der sich mit der Zeit gegen den Uhrzeigersinn dreht. Und wenn wir dann davon den Realteil zu einem anderen Zeitpunkt darstellen, schauen wir uns einmal an, was dann passiert. Ich kann nämlich hier oben den Zeitpunkt per Hand verschieben. Das heißt, wir sehen, zu einem anderen Zeitpunkt sehen wir durchaus die Wellenbäuche auf dieser Leitung. Und zu einem nächsten Zeitpunkt ist es wieder weniger, ja, und so nimmt es wieder zu über eine komplette Periode. Wir schauen uns einmal an, was das bedeutet jetzt hier für den Fall, dass wir am Ende der Leitung hier eine bestimmte Spannung haben. Und wir lassen jetzt einmal den Zeiger automatisch weiterdrehen.
damit das eine schöne Animation ergibt. Ich stelle mal hier auf Auto und dann sehen Sie, was passiert. Das heißt, wir haben jetzt auf der Leitung eine Ausbreitung der Spannung in Form von einer Welle. Die Amplitude ändert sich allerdings von Mal zu Mal. Und wir können jetzt mit dem Abschlusswiderstand ein wenig herumspielen. Zum Beispiel können wir ihn genauso groß machen wie den Wellenwiderstand. Und dann sehen Sie, dann ist schon die Amplitude der Spannung an jedem Punkt gleich. Wir können jetzt auch einmal schauen, was passiert, wenn wir den Widerstand sehr, sehr klein machen und am Ende der Leitung praktisch einen Kurzschluss machen. Und Sie sehen, erstens, am Ende der Leitung ist tatsächlich die Spannung gleich Null. Aber auf dem Weg der Leitung sehen wir eine stehende Welle. Ähnlich, wenn Sie am Anfang mit einem Seil wackeln würden, das am Ende festgespannt ist, sehen Sie jetzt hier, dass Sie an jeweils der halben Wellenlänge sogenannte Knoten haben, in denen die Spannung Null bleibt. Und wir haben Wellenbäuche, an denen die Spannung maximal wird. Das wird noch deutlicher, wenn wir jetzt nicht den Realteil darstellen, sondern wenn wir den kompletten Betrag anzeigen lassen. Der ist ja zeitunabhängig, denn er gibt ja immer die Länge des Zeigers an. Und da sehen wir hier sehr deutlich, wo wir unsere Knoten haben. Und wir sehen auch sehr deutlich, wie wir hier unsere Maxima der stehenden Welle haben. Ich gehe nochmal auf das schwingende System zurück. Und wir schauen uns jetzt einmal an, wie der Strom dazu ausschaut. Und dazu schalte ich den einmal an. So. Und wenn wir jetzt einmal hergehen und beispielsweise den Widerstand sehr hoch machen, dann stellen Sie fest, dass der Strom am Ende der Leitung zu Null ist. Und so ähnlich wie eben die Spannung, jetzt der Strom schwingt. Die Spannung, der rote Verlauf, ist aber weiter noch eine stehende Welle. Das heißt, bei der haben sich allerdings dann die Knoten um ein Viertel der Wellenlänge verschoben, denn das Ende, das kann ganz offen schwingen. Wir schauen uns das auch noch einmal als Betrag und an für Strom und Spannung. Und da sehen Sie jetzt hier sehr deutlich, wie dann am Ende der Strom Null ist, die Spannung maximal. Und das ändert sich dann an dem ersten Knoten, bei dem dann tatsächlich die Spannung durch einen Nulldurchgang geht und der Strom maximal. Das heißt, wir sehen hier, dass wir entlang der Leitung unterschiedliche Amplituden haben, die aber als stehende Welle fest sind. Wie sieht das aus vom Betrag, wenn wir den Abschlusswiderstand verändern? Ich reduziere ihn einmal und ich lasse erst einmal noch den Realteil laufen. Dann sehen wir nämlich sehr schön, was mit beiden passiert. Wenn wir den Widerstand verändern und kleiner machen, sehen wir, wenn der Widerstand deutlich kleiner wird in Richtung Wellenwiderstand, dann fangen die beiden Wellen an zu wandern. Und wenn wir dann den Abschlusswiderstand genau so groß haben wie den Wellenwiderstand, dann sehen wir, beide Wellen wandern gleichmäßig mit gleichmäßiger Amplitude weiter. Und wenn wir uns den Betrag anschauen, dann stellen wir fest, dass über der gesamten Leitung die Spannungsamplitude und die Stromamplitude immer gleich ist. Wir merken uns diesen Fall, denn dieser Fall ist für die Anwendung sehr wichtig. Wir nennen es dann, dass die Leitung angepasst ist. Wir haben jetzt den Verlauf von Spannung und Strom über der Leitung kennengelernt. Wir können auch Spannung und Strom am Anfang einer Leitung berechnen. Und damit können wir auch ausrechnen, welche Impedanz dort am Eingang erscheint. Wenn also wir eine Leitung haben, wie diese hier, die wir am Ende mit einem bestimmten Abschlusswiderstand abschließen, dann können wir am Anfang der Leitung einen Impedanz bestimmen, die praktisch, ja, wenn wir die Leitung und den Abschlusswiderstand in eine Blackbox reinstecken würden,
dann würden wir genau diese Eingangsimpedanz messen. Schauen wir uns einmal an, wie wir dies berechnen. Dazu brauchen wir eigentlich nur die Gleichung für Spannung und Strom am Anfang der Leitung durcheinander zu dividieren, was Überflüssiges rauskürzen und erhalten dann die Gleichung, die wir hier für die Eingangsimpedanz erhalten. Da steckt drin der Abschlusswiderstand ZE, der Wellenwiderstand ZC und Länge der Leitung sowie das Phasenmaß. Ja, schauen wir uns mal einige Spezialfälle dazu an, die sehr interessant sind. Zum Beispiel, wenn wir die Leitung am Ende kurz schließen. Dann wird der Abschlusswiderstand ZE gleich 0. Das heißt, dieser Kosinusterm und dieser Sinusterm, diese fliegen beide raus. Diese beiden Wellenwiderstände ZC kürzen sich weg und Sinus durch Cosinus ergibt den Tangens. Es bleibt übrig stehen das J. Das heißt, wir sehen, in dem Fall erhalten wir also einen Eingangswiderstand, der die Größe hat Wellenwiderstand mal der Tangens Beta L. Und das Ganze ist definitiv eine rein imaginäre Größe. Das ist insbesondere für die Energietechnik eine wichtige Sache, denn sie zeigt, wenn wir eine Leitung am Ende kurz schließen, eine Leitung, bei der Induktivität und Kapazitätsbelag dem Widerstandsbelag überwiegen, dann bedeutet das, dass unsere Leitung für einen Generator eine imaginäre Größe darstellt. Das heißt, sie bezieht reine Blindleistung, keine Wirkleistung mehr. Und das ist für einen Generator kritisch. Wenn wir am Ende die Leitung unterbrechen, dann wird der Abschlusswiderstand unendlich groß. Das heißt, wir erhalten hier in unseren Gleichungen unendlich. Und wenn wir das auflösen, erhalten... Und wenn wir da die Grenzwertberechnung machen, erhalten wir die Gleichung, die hier steht, ZC mal 1 durch Tangens Beta L. Auch hier ist der Eingangswiderstand eine rein imaginäre Größe. Es wird dann keine Wirkleistung verbraten. Aber das Vorzeichen vor dem Imaginärteil ist halt einmal rumgedreht. Einen letzten Fall schauen wir uns noch an, wenn nämlich die Leitung mit einem Wellenwiderstand abgeschlossen ist. Dann setzen wir hier oben in der Gleichung ZC für ZE ein und wir sehen, Nenner und Zähler kürzen sich raus. Wir sehen dann also, dass tatsächlich am Anfang die Leitung wirkt wie ein Wellenwiderstand, im Grunde an jedem Punkt, denn wir sehen, diese Gleichung ist unabhängig von der Länge L. Als nächstes möchte ich nochmal zurückkommen zu unserer Animation von eben, um Ihnen einen ganz bestimmten Spezialfall darzustellen. Und zwar möchte ich Ihnen jetzt einmal darstellen, was passiert, wenn die Leitung genau die Länge von einem Viertel der Wellenlänge hat. Und dann lassen wir das Ganze einmal noch einmal den Realteil laufen. Und ich mache jetzt noch mal die Zeit, lasse ich automatisch laufen. Und wir fangen einmal an mit dem Fall, dass die Leitung am Ende kurz geschlossen ist. Wir schauen uns zunächst auch mal nur die Spannung an. Das wird interessanter. Wir sehen, die Spannung ist am Ende wie gewünscht 0. Am Anfang der Leitung schwingt sie jedoch mit einer großen Amplitude. Und das wird noch deutlicher, wenn wir jetzt einmal den Betrag uns anschauen. Das heißt, aus der kleinen Spannung am Ende mit einem Kurzschluss
erhalten wir eine große Spannung am Anfang. Und wenn wir uns jetzt noch einmal den Strom dazu anschauen, stellen wir fest, bei dem geht das genau andersherum. Das heißt, der Strom ist am Ende der Leitung maximal, weil kurz geschlossen, am Anfang der Leitung jedoch null. Strom gleich null heißt, die Leitung erscheint wie eine Unterbrechung. Das heißt, der Kurzschluss am Ende wird transformiert in eine Unterbrechung am Anfang. Schauen wir uns das Ganze einmal für einen sehr hohen Abschlusswiderstand an. Dann ist es genau andersherum. Dann ist der Strom am Ende null und die Spannung ist maximal am Ende, aber das Ganze transformiert sich in einen Kurzschluss am Anfang, bei dem die Spannung null ist und der Strom maximal. Das schreiben wir uns jetzt noch einmal explizit als Formeln auf. Wir schauen uns jetzt einmal an, was bedeutet, wenn die Länge genau ein Viertel der Wellenlänge, also Lambda Viertel, entspricht. Dann wird Beta L zu genau Pi halbe, wenn wir es passend einsetzen. Der Cosinus von Pi halbe ist aber exakt mal 0. Und der Sinus von Pi halbe, also 90 Grad, ist exakt 1. Das heißt, die Gleichungen, die wir eben aufgestellt hatten, für Spannung und Strom, vereinfachen sich noch einmal. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich direkt ausrechnen, wie groß ist die Spannung am Anfang, wenn wir den Kurzschlussstrom am Ende kennen und umgekehrt. Und wir stellen fest, dass die Impedanz am Anfang ZA sich ergibt aus dem Wellenwiderstand zum Quadrat geteilt durch die Abschlussimpedanz. Das gilt grundsätzlich für Lambda Viertel. Wenn wir jetzt noch die Spezialfälle haben, dass am Ende ein Kurzschluss oder ein Ende offen ist, dann vereinfachen sich diese Gleichungen noch einmal. Wir haben jetzt hier die Leitung mit Ende offen und Sie erinnern sich, der Spannungsverlauf sieht halt so aus. Am Ende ist die maximale Spannung, am Anfang haben wir 0. Und den Strom entsprechend das entgegengesetzte Verlauf. Das heißt, wir haben am Ende eine Spannung UE und damit können wir den Strom am Anfang ausrechnen, während die Spannung am Anfang zu Null wird. Wenn wir uns jetzt die Eingangsimpedanz einmal anschauen, ZA, ja, so können wir die Gleichung von oben einsetzen mit ZE gegen unendlich und wir stellen fest, dass der Eingangswiderstand Null wird. Und so wird aus dem offenen Leitungsende am Ende ein Kurzschluss am Anfang. Wenn das Ende verbunden ist, dann haben wir den Fall, dass am Ende die Spannung 0 ist, also ein Kurzschluss dort ist, am Anfang die Spannung maximal und für den Strom das entsprechend entgegengesetzte gilt. Und wir können am Ende einen Strom ausrechnen. Mit Hilfe dieses Stroms können wir auch die Spannung am Anfang ausrechnen, die sich dadurch dann ergibt. Und wenn wir dann diesen Widerstand vom Ende, nämlich 0, in die Gleichung von oben einsetzen, dann erhalten wir auch die Gleichung für den Eingangswiderstand und wir stellen fest, der ist unendlich groß, was bedeutet, dass wir unsere Leitung als Unterbrechung darstellen können. Und so wird also aus einem Kurzschluss am Ende eine Unterbrechung am Anfang. Für den Fall, dass unsere Leitung genau ein Viertel der Wellenlänge lang ist. Wenn wir die Leitung mit einem Widerstand abschließen, der denselben Wert hat wie der Wellenwiderstand, dann sprechen wir von Anpassung. Das hatte ich Ihnen ja eben in der Simulation schon einmal gezeigt. Und
Aus den Gleichungen ergibt sich, dass dann der Eingangswiderstand gleich dem Wellenwiderstand ist, also bei einer verlustlosen Leitung eine reelle Größe ist. Des Weiteren haben wir in der Simulation gesehen, dass wir keine Resonanzen und Spannungsüberhöhungen haben. Das heißt, die Spannung am Ende ist genau die gleiche wie am Anfang und an jedem anderen Punkt der Leitung. Aber aufgepasst, das gilt nur für den Betrag. Das heißt, Stück für Stück über die Leitung ergibt sich dann in der Zeit eine Phasenverschiebung. Da der Eingangswiderstand rein reell ist, wird auch keine Blindleistung bezogen. Und das Ganze ist tatsächlich auch komplett unabhängig von der Leitungslänge. Die Anpassung ist eine ganz wichtige Eigenschaft, insbesondere auch in der Nachrichtentechnik. Denn das Vermeiden von Resonanzen oder Spannungsüberhöhungen ist wesentlich für eine zuverlässige Datenübertragung. Das heißt, in vielen Datenübertragungssystemen sollten Sie darauf achten, dass am Ende einer Leitung die Leitung mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen ist. Also konkret tatsächlich einen entsprechenden Widerstand dranlöten. Das sorgt dafür, dass auf halber Strecke nicht plötzlich ein Spannungsknoten ist, wo keine Spannung übertragen werden kann. Und wenn Sie an dieser Stelle vielleicht zufällig gerade ein Gerät angeschlossen haben, so kann die Datenübertragung dort sehr unzuverlässig werden. Und das lässt sich eben durch eine Anpassung der Leitung am Ende vermeiden. Die natürliche Leistung wird übertragen, wenn wir unsere Leitung mit einem Widerstand abschließen, der dem Wellenwiderstand entspricht. Das ist die Definition dieser Größe. Und dann wird in diesem Widerstand eben genau diese natürliche Leistung übertragen. Das bezieht sich dann jeweils dann auch darauf, dass eine Leitung dann am Anfang mit Nennspannung versorgt wird. Und wenn wir das einphasig machen, dann gilt natürlich, dass die natürliche Leistung U Quadrat durch ZC, also durch den Wellenwiderstand ist. Wenn wir ein dreiphasiges System haben, schauen wir zunächst einmal das einphasige Ersatzschaltbild, wo wir mit der Phasenspannung rechnen. Und wenn wir das dann die Phasenspannung in die Nennspannung, das was hier die verkettete Spannung ist, umrechnen, so erhalten wir dann im Grunde die gleiche Formel wie für das einphasige System, wo wir dann eben für die Nennspannung die verkettete Spannung eingeben. Ja, wenn die Leistung, die unser Lastwiderstand bezieht, größer als diese natürliche Leistung ist, dann sprechen wir von einer übernatürlichen Leistung. Das hat jetzt nichts mit Voodoo zu tun, sondern einfach dadurch, dass es eben über der natürlichen Leistung liegt. Ja, und entsprechend bei einer Leistung, die geringer als die natürliche Leistung ist, sprechen wir von unternatürlich. Aufgepasst, die natürliche Leistung ist nicht die maximale Leistung, die eine Leitung übertragen kann. Die ist definiert durch die maximale Verlustleistung auf der Leitung, sprich den maximalen Strom, den eine Leitung verkraftet. Die natürliche Leistung ist auch nicht vergleichbar mit Leistungsanpassung, wie wir sie in Grundlagen der Elektrotechnik gehört haben. Das wäre die maximal überhaupt übertragbare Leistung, wenn wir eventuell in Kauf nehmen, dass auch die Leitung dabei kaputt geht. Und beides dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Natürliche Leistung ist hier in unserem Fall bezogen auf den Wellenwiderstand. Damit möchte ich zum Schluss kommen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.